Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ihr merkt, ich habe Spaß am Flocken. Heute ist Donnerstag und ich muss später jetzt noch dann einkaufen, muss aber erstmal die Einkaufsliste schreiben. Aber wie immer, ich weiß es nicht, was wir für einen faulen Prospektverteiler haben, hat der das Prospekt nicht ausgeteilt. Aber gut, dass man eine Handy-App hat und das Prospekt immer online ist. Ich mache das nämlich immer so. Ich suche mir das immer, die Angebote raus, was ich so mag. Und da ich ja die Woche sehr oft zwischen eingekauft habe, so öfters wie sonst, weil brauche ich jetzt nicht so viel, aber die Angebote von Kaufland nehme ich natürlich mit. Und an sich so haben wir zum Beispiel hier dann auch immer eine Liste hängen, wo jeder was draufschreiben darf, aber irgendwie nur ich was draufschreibe. Das sieht man jetzt nicht. Ja, was halt so leer gegangen ist. Die hängt immer hier und direkt, wenn ich jetzt weiß, okay, Mais habe ich jetzt das letzte rausgeholt, dann schreibe ich es auf. Oder die Mini-Salamis sind leer. Wiener zum Beispiel, Quetschis, ja. Das ist dann immer so die Liste, wo ich dann immer weiß, aha, okay, das brauchen wir definitiv. Und dann schaue ich halt noch, was für Angebote ist. Und dann gucke ich noch vielleicht eventuell, was wir denn heute kochen. Aber meistens lasse ich mich da ja immer spontan inspirieren. Wieso fokussiert denn das heute so blöd? Ich weiß auch nicht. Lasse ich mich immer spontan inspirieren, was ich einkaufe. Und das werde ich jetzt mal kurz machen. Ich werde die Einkaufsliste schreiben. So, Einkaufszettel ist geschrieben. Ich sitze da mal hier und gucke. Und dann hast du halt da in der App, wo man dann halt einfach so rüberwischen kann. Aber ehrlich zu sein, habe ich es lieber, wenn ich es in Papier vor mir habe. Aber so geht das natürlich auch. Ist ja ganz praktisch so. Und dann schreibe ich eben immer die Angebote, wo mich interessieren, wo ich oft kaufe oder wo man auch Vorrat machen kann, schreibe ich auf. Und dann halt noch das, was man so braucht. Und laufe ich dann immer einmal durch meistens. Und dann gehe ich einkaufen. So, Einkauf habe ich erledigt. Bin jetzt auch wieder zu Hause. Ja, ha. Food Hall habe ich auch schon abgedreht. Und Video habe ich auch gerade bearbeitet. Ach, ich bin so fleißig. Und das lädt jetzt eben. Das dauert immer ewig. Das dauert immer ewig. Das dauert jetzt 1 Stunde und 9 Minuten. Und dann muss ich es ja nochmal auf YouTube hochladen. Das reddert sozusagen nur erstmal. Also das Ganze, was ich geschnitten habe. Obwohl ich ja echt nicht viel Schnitt habe. Also ich schneide da nicht viel. Aber so ein paar Sachen muss ich ja schneiden. Ja, und schaut mal, wie cool das jetzt ausschaut. Mama hat heute das Ofengitter weggemacht. Das sieht gleich viel besser aus. Ja, weil wir jetzt definitiv den Ofen nicht mehr anmachen. Aber ich finde, das sieht viel offener und viel schöner aus. Und eigentlich würde ich es immer so wollen, aber mit zwei kleineren Kindern, gut, die Bella vielleicht nicht, aber die Luana mit 2 Jahren, ist das zu gefährlich, weil der wird bockgeheiß. Und die Bella damals hat sich an so einem Ofen mal voll die Hände verbrannt, weil man läuft, man muss ja nur so dran vorbeistreifen und schon ist es richtig heiß, ne? Und man stolpert oder so, deswegen war das Gitter schon immer ganz gut, aber umso schöner, wenn das weg ist. Ja, sieht einfach so offen aus. Also es gibt keinen Ofen mehr bei uns. Man merkt aber auch, die Wärme ist im Haus angekommen. Also gerade wenn ich hochlaufe, dann merke ich schon so, pff. Aber nicht zu warm, aber man merkt die Wärme. So, und jetzt werde ich mir was zu essen suchen, weil ich habe echt Hunger. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Und wir haben es schon 10 vor 1. Ganz natürlich für mich. Natürlich, ja. Ja, natürlich. So, ja, ich habe jetzt dann so rumgesucht und rumgesucht und ja, jetzt habe ich doch was zum Essen gefunden. Ich habe jetzt einfach so einen Toast getoastet im Toaster. So einen Toast getoastet im Toaster. Ja, Lisa. Und gesalzene Butter unten drunter, Salami, Essiggurken und Marmelade mit Käse. Übrigens, Marmelade mit Käse, es ist immer noch ein Top-Favorit von mir. Marmelade und Käse, es ist einfach... Ihr habt mir mal gesagt, ich soll Marmelade mit Frischkäse ausprobieren. Aber das hat mir nicht so geschmeckt. Man kann es essen, aber dass ich mir das jetzt die Mühe immer mache mit Frischkäse, nein, das war nicht so meins. Ja, jetzt esse ich auf jeden Fall erstmal. Meine Mädels sind gerade fleißig am Kneten. Mein Mann liebt es ja immer, wenn die kneten, weil er meint immer, das ist so ein riesen Saustall auf dem Boden dann. Ich weiß nicht, ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde, das ist immer ganz schnell aufgeräumt. Und die sind da immer voll gut beschäftigt mit dem Kneten. Macht das Kneten euch Spaß? Ja, und ich habe schon drei Sachen. Ja, müssen wir öfters kneten? Ja. Ja, und ich, ja, ich muss natürlich auch was machen, wenn die gerade so gut beschäftigt sind. Ich bereite jetzt schon die Brotzeitboxen ausgewaschen und mache jetzt gleich die Brotzeitboxen. Hier in der Spüle taut mir gerade nicht heißes Wasser, sondern eher so lauwarm mein Hackfleisch aus, weil heute haben die sich, ich habe denen die Entscheidung gelassen, ob die Nudelsuppe essen wollen oder Bauerntopf, und die haben sich für Nudelsuppe entschieden. Und das werde ich jetzt dann auch dann gleich kochen, sobald
Also Nudelsuppe mit so Hackbällchen machen wir immer. Schmeckt auch voll lecker. Und das taut mir das Hackfleisch gerade auf. Und in der Zwischenzeit mache ich schon mal die Brotzeitboxen. Weil ihr wisst ja, die mache ich immer schon vorher, damit ich in der Früh keinen Stress mehr habe. Sondern das einfach nur noch rausholen muss und in die Rucksäcke. Ich habe jetzt angefangen mit der Nudelsuppe zu kochen. Ich mache da immer, also jetzt ist da, kocht gerade Karotten und Kartoffeln. Also eine Karotte und eine Kartoffel mache ich immer irgendwie zur Nudelsuppe. Ich finde, nur Nudeln in der Suppe ist irgendwie ein bisschen langweilig. Und das sind meine Hackbällchen hier. Jetzt kocht es noch so ein bisschen und dann kommen die so, ja, ich könnte jetzt eigentlich schon anfangen, kommen die Hackbällchen da einfach reingeschmissen. Die tut man dann einfach nur in die kochende Suppe rein. Das mache ich jetzt mal schnell. Und dann kocht es so ungefähr 20 Minuten noch. Ja, Viertelstunde eher und dann kommen die Nudeln eben noch hinzu. Das sind jetzt ganz normale Suppennudeln und dann ist die Suppe eigentlich schon fertig. Achso, und Brühe ist natürlich noch mit drin. Und die schmeckt echt lecker. Und dazu erstmal meistens noch mit Backerbsen und ist echt lecker. So. Also jetzt ist immer, wenn ich die Kamera anmache, dann heult immer eins der Kinder. Also es gibt eigentlich nur ein Kind, wo immer heult. Die Bella heult ja nicht, aber das ist immer die Luana. Immer, wenn ich die Kamera anmache. Ich wollte euch jetzt nur ganz kurz zeigen. Also mein Mann ist da, keine Sorge, die heult nicht und heult alleine nicht. Wie die Suppe jetzt fertig aussieht. Ich habe die jetzt halt schon hier auf dem Teller für meine Kleine, dass die einfach ein bisschen abkühlt, weil die mag nur schockgefrostetes Essen. Ja, und so sieht die fertig aus und ist echt ein schnelles Essen und schmeckt echt lecker. So, mein Mann hat mich zum Zwiebelschneiden verdonnert. Da ich ja so toll vorhin gesagt habe, er macht immer Schaschlik. Ja, normal macht er es auch immer selber, aber ich habe jetzt eigentlich überhaupt gar kein Problem, die Zwiebeln zu schneiden. Ich habe jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wie viel? 6, 7 Zwiebeln. Ich sage, die Schale sollte ungefähr so voll sein von den Zwiebeln. Jetzt schneide ich die mal rein und dann sehen wir mal, ob das voll ist. Das macht halt alles so Pi mal Daumen, ne? Ich habe zwar gesagt, vielleicht müssen da noch ein paar Zwiebeln, aber gesagt, so die Schale voll. Und da kommt später der Schaschlik rein, also mal schauen. Ja, und jetzt schneide ich das in Scheiben, hat er, glaube ich, gesagt. Jetzt weiß ich, warum man nicht Zwiebeln schneiden wollte, weil man dann höllisch weinen muss. Aber also die Schüssel Zwiebeln habe ich jetzt fertig. Er bringt gerade die Kleine schlafen und dann macht er, glaube ich, weiter. Dann schneidet er das Fleisch. Jetzt schneidet er das Stück Fleisch. Das ist so richtig fettig, oder? Du bist fettig. Das ist das ganze Stück. Nee. Nein, da ist doch noch was. Ach, da ist auch noch. Ach, da ist der Rest. So ein Riesenstück. Das schaut nicht so aus. Ja. Von der Größe übrigens hat das jetzt auch mittlerweile richtig drauf. Bei den ersten Malen waren sie entweder, war eigentlich immer zu klein, gell? Sie waren meistens zu klein. Also so ungefähr von der Größe müssten sie sein, dann sind sie perfekt. Weil die ziehen sich ja noch ein bisschen zusammen auf den Spießen und dann ist es zu klein, dann werden die zu schnell trocken. Also nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. So ist die perfekte Größe. Jetzt kommen die Zwiebeln. Immer schön ein bisschen drücken, immer den Saft aus den Zwiebeln drücken. Und die kommen jetzt als allererstes in die Schüssel und immer so ein bisschen drücken, dass der Saft aus den der Saft aus den Zwiebeln sozusagen rausläuft. Zieh mal deinen Bauch ein, da ist voll die Wampel. Depp. So, gepfeffert hat er gerade schon und jetzt noch schön salzen die Zwiebeln. Wieso eigentlich die Zwiebeln salzen? Naja, okay. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Und jetzt kommt das Fleisch hinzu. Man sieht es, ne? Jetzt kommen dann wieder oben drüber Zwiebeln und auch wieder da die Zwiebeln schön zerdrücken. Und die ganze Sache wieder schön pfeffern und salzen. Und das eigentlich jetzt Schicht für Schicht, bis das komplette Fleisch hier weg ist. Ich glaube, das habt ihr jetzt so langsam verstanden. Die nächste Schicht ist drauf, Zwiebeln drauf, Salz, Pfeffer und die nächste Schicht Fleisch drauf. Und so einfach die ganze Zeit weiter. Also ich glaube, ich brauche das nicht filmen, weil sonst wird es ja euch langweilig, wie Schicht für Schicht das immer höher kommt. Ne?
So, und die letzte Schicht müssen immer Zwiebeln sein. Und jetzt kommt diese Essigessenz drüber. Das war jetzt so ungefähr die halbe Flasche, gell, was da Nein, drin war. Weniger. Weniger, ein Viertel, oder? Also ein Viertel war da noch drin. Das haben wir die Mal Essig. 200 Milligramm. Auf 2 Kilo. Was? 200? Ja, 200 Gramm auf 2 Kilo. Also die Hälfte. 200 Gramm, also die Hälfte von der Flasche auf 2 Kilo, sagt er gerade. Mach ich. Macht er. Essigessenz ist das. Ja. Also so alles ist so eigentlich im Endeffekt Pi mal Daumen. Und jetzt kommt noch Wasser dazu. Wie viel Wasser tust du dazu? Bis es schwimmt. Ah, bis es schwimmt. Oh, jetzt schwimmt es aber. Also bis es schwimmt. Also 200 Gramm oder 200 Milliliter Essigessenz. Und dann einmal mit dem Finger eintunken. Habt ihr das gesehen? Und dann wieder abschmecken und schauen. Und durchrühren tust du es nicht? Nee. Und hoffen, dass es klappt. Das war's, oder? Bin ich fertig mit Schaschlik. Ihr müsst ihm ja nicht zuschauen, wie er mit seinem Finger da durch die Gegend rumirrt. Also es ist eigentlich ganz einfach und ganz schnell. Und, aber es muss halt durchziehen. Ja, umso länger, umso besser. So 2 Tage oder 1,5 Tage. Was muss es? Mindestens 12 Stunden, oder? 24. 24 Stunden ist am allerbesten, wenn es durchzieht. Und dann ist das Fleisch ist halt einfach nur so butterzart. Und dann auch mit diesem rauchigen Aroma vom Grillen dann. Also das ist auch übrigens nicht auf dem Elektrogrill, sondern nur auf Kohle. Weil Elektrogrill schmeckt da nicht. Es muss wirklich... Da wieder ein bisschen Essig. Okay, eure 200 Gramm stimmen nicht. Das sind jetzt bestimmt schon 300 Gramm und es wird wieder sehr essighaltig schmecken. Aber es ist halt dann auch immer ganz, kommt drauf an, wie viel, was sollte ich sagen, wie viel Wasser dann da drin ist, ne? Wie das verdünnt ist. Ich tue das noch ein bisschen salzen. Also alles so Pi mal Daumen, so ein richtiges Rezept hat er nicht, aber so ungefähr sagt er, wenn man 2 Kilo Fleisch hat, 200 Gramm, 200 Milliliter Essig und Salz, Pfeffer und halt alles so, habt ihr ja gesehen, Pi mal Daumen. Aber mittlerweile schmeckt es eigentlich immer gleich. Wir hatten es einmal, was ihr auf gar keinen Fall machen dürft, zu viel Salz nehmen. Das hatten wir einmal und das schmeckt es überhaupt nicht. Zu viel Essig ist gar nicht so schlimm, aber zu viel Salz, wir konnten das Schaschlik, haben wir sowas von versaut, das war einfach versalzen. Also da immer so ein bisschen aufpassen. Und jetzt tun wir das in den Keller stellen oder schauen wir mal, aber ich glaube, die große Schüssel passt nicht in den Kühlschrank. Jetzt rührt das doch ein bisschen um, ne? Ein bisschen. Also ein bisschen umrühren tut er schon. Dass halt Essig überall hinkommt. Dass der Essig überall hinkommt. Mmh, ich sag's euch. Traumhaft lecker. Naja, ich hoffe, ihr konntet so einigermaßen verstehen, wie Schaschlik geht. Aber es ist eigentlich puppel einfach. Man braucht Zwiebeln, Fleisch. Also Nacken oder Schulter, glaube ich. Nein. Nicht. Nacken oder Hals. Oh, sorry. Schweine, Hals oder Nacken. Oder? Was ist das? Schweinenacken oder Kamm. Schweinenacken oder Kamm. Ganz wichtig, wir hatten mal ein anderes Fleisch und das geht gar nicht. Also es geht nur mit Schweinenacken, Kamm. Rind ist auch furztrocken. Oh, Rind geht auch nicht, sagt er. Also muss Schwein sein. Ja, es ist von furztrocken. Sonst ist furztrocken. Hatten wir schon mal Rind? Ich glaube, ja. Rind hatten wir auch schon mal, aber auch nichts. Über ein halbes Jahr im Keller, weil es keiner essen wollte. Ach so. Ja. Also es muss schon dieser Schweinenacken oder Hals sein. Ich hoffe, ihr konntet so einigermaßen verstehen, wie unser Schaschlik geht. Aber auf jeden Fall, wir lieben es. Also Sommer gibt es immer ganz oft Schaschlik. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Über ein kostenloses Abo natürlich auch. Also ich beende diesen Vlog jetzt. Das habt ihr ja gerade gemerkt, weil wir haben schon 19.28 Uhr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!